So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich habe letztens Burger getestet aus dem Netto, die waren in der Werbung als Fußball-Fan-Editionen von der Firma Abelen. Kennt ihr die Firma Abelen? Wir haben immer aus Spaß gesagt, das heißt ableben, aber nein, die Firma Abelen, zwei eingeschweißte Burger in der Packung, der Klassiker, das konnte man immer für zwischendurch mitnehmen. Da gab es jetzt die Fan-Edition. Wir haben den Schottland-Burger getestet mit rauchiger Soße. Wir haben den Ungarn-Burger getestet mit Paprika-Soße, was im Prinzip so Eiweißpaste war. Aus meiner Vergangenheit hatte ich da schon ganz viel Berührungspunkte mit Eiweißpaste. Das hat mich positiv überrascht, aber irgendwie dann trotzdem gelangweilt, weil das war ein Geschmack, den ich absolut kannte und ich hätte mir irgendwas was Neues, Erfrischendes gewünscht. Ein Burger steht aber noch aus von Abelen Fan Edition, nämlich der Schweiz Style Burger. Das sind ja alles Style Burger und das ist Schweiz. Wieso sie genau diese drei Länder genommen haben, Schottland, Ungarn, Schweiz, ich weiß es nicht. Gibt es vielleicht demnächst noch mehr? Das waren drei Angebote in einer Woche. Ist die Woche drauf was anderes im Angebot? Das wäre lustig, weil eigentlich ist das genau normal die Burger, die es immer gibt, nur mit einem Tütchen Soße drin, die den Unterschied macht. Der Schweiz-Style-Burger kommt jetzt also mit einer Käsesoße. Ihr habt also hier alles so gelbe Nuancen auf der Verpackung, dass es ins Auge geht. Ihr habt hier oben wieder den Fußball, ihr habt hier unten wieder das Rindvieh. Und wenn wir das jetzt aufmachen, wir machen es extra unten auf, so, habt ihr eben normal diesen einen nichtssagenden Burger, der aus zwei trockenen Scheiben Brot, Brötchen besteht und in der Mitte dann einmal so eine Scheibe Fleisch. Das ist alles. Das kommt jetzt in die Mikrowelle. Das wird jetzt warm gemacht. Und dann habt ihr dieses Tütchen Käsesoße. Die rauchige Soße hat mich übelst umgehauen. Die Paprikasoße, ja, war eigentlich richtig genial, weil es Eiweißpaste war, aber kannte man halt komplett diesen Geschmack. Die Käsesoße, da bin ich skeptisch. Künstliche Käsesoße schmeckt meistens gar nicht nach Käse, schmeckt nach irgendwas, aber das können sie meistens nicht. Ob Abelen das kann, das sehen wir gleich. Jetzt aber erstmal in die Mikrowelle den Burger warm machen. Adi Schatz vom Tisch und dann guck mal, was der Schweiz-Style-Burger kann. So, die Burger sind fertig, die Schweiz-Burger, obwohl momentan sind sie ja ganz normale Burger. Kurz möchte ich euch noch zeigen, weil ja alle im Fußballfieber sind momentan, gibt es jetzt ja natürlich auch Donuts, guck mal, Donuts mit Fußbällen drauf. Oh mein Gott, ich kaufe nie Donuts, aber wenn ein Fußball drauf ist, dann muss ich natürlich Donuts kaufen. Also so denken die meisten Leute und nehmen das dann mit. Ich habe die nicht gekauft, ich möchte es nur anmerken. Jetzt nehmen wir natürlich die Scheibe Fleisch wieder runter, legen die daneben. Adi, mach mal Schatz, dann mach mal hier das Tütchen auf. Hier ist ja diese Käsesoße drin. Das kann nur nach hinten losgehen. Das riecht schon nicht nach Käse, das riecht wie Pudding. Einfach nur Pudding. Vielleicht liegt es auch dran, weil ich jetzt diesen süßen Donut in der Hand hatte und das jetzt alles irgendwie komisch ist. Auf jeden Fall machen wir die Soße jetzt hier drauf. Das Muttertier isst ja immer den zweiten Burger. Jetzt gestern beschwer, dass der in der Mitte soßig war und am Rand war der sehr trocken. Das war aber der Anwendefehler, dass ich in die Mitte immer den Haufen mache und das dann nur einmal kurz zusammendrücke. So kann ja am Rand gar keine Soße sein. Also deswegen möchte ich es heute mal ein bisschen anders verteilen. Trotzdem hier das Brötchen ein bisschen zusammendrücken, wieder auseinanderziehen und dann ist die Soße vielleicht besser verteilt. Kriegt jetzt wieder das Fleisch drauf. Den legen wir wieder in die Mitte. Für Thumbnail müssen wir trotzdem aber die Verpackung nochmal zeigen. Weil das ist der Schweizer Burger mit Käse. Der Schweiz Style Burger. Von dem erwarte ich am wenigsten. Mit Rindfleisch, Sesambrötchen und Soße aus der EU.
Ja, ich muss sagen, die Käsesoße schmeckt. Hätte ich nicht erwartet. Bin gerade wieder positiv überrascht. Das heißt, alle Abelen Burger, alle drei Fan-Editionen haben mich eigentlich überzeugt. Geschmacklich sind die alle drei wunderbar, auch sehr unterschiedlich. Ob man die jetzt so braucht oder ob man sich auch einfach die normalen holt und tut sich selber einfach irgendeine Soße da drauf knallen. Aber wie gesagt, gerade wenn es um Käsesoße geht, greift man so oft daneben. Das ist so schlimm, was die als Käsesoße verkaufen. Aber die hier dabei ist, die schmeckt wirklich gut. Das kann ich bestätigen. Die ist schön angenehm, die ist schön sanft, die ist nicht aufdringlich, die ist nicht muffig. Die meisten sind irgendwie muffig und komisch. Die ist das nicht. Die hat wirklich eine schön cremige, angenehme Note. Jetzt hau mal hier einen Tropfen Maddock drauf. Weil wir das ja gestern auch gemacht haben, weil wir das vorgestern gemacht haben, weil wir das bei allen drei Burgern machen wollen, wenn wir den super Geschmack haben, dass wir den super spicy Geschmack haben wollen, indem wir Mad Dog 357, die Silver Edition aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt draufhauen, dass das irgendwann mal leer ist, dann immer noch den gleichen Geschmack haben müssten, aber eine Schärfe wahrnehmen, hoffe ich. Gut, während die anderen Soßen weiterhin sehr präsent waren und die Mad Dog einfach nur scharf war und da Würze reingebracht hat, merkst du hier von der Käsesoße plötzlich gar nichts mehr, weil die Mad Dog einfach alles überschattet. Ja? Die Käsesoße ist also zu unspektakulär, nicht so präsent. Macht euch nichts Scharfes, genießt das als Schweizer einfach locker nur mit der Käsesoße. Das hat sie verdient, weil ansonsten solo schmeckt die wirklich gut. Ich werde jetzt hier den Rest noch essen und ansonsten war es das. Ui, von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis ihr den Peace Out vorhaut. Euer Ramses. Thank you.